herzliches Willkommen zu Might and Magic 10. Mir ist was aufgefallen. Nee, halt, hier nicht. Hier ist mir was aufgefallen, als ich mal so durchgeschaut habe. Wir haben eine Scherbe des Wassers irgendwo bekommen. Anscheinend jetzt, denn ich schaue ja ab und an mal hier rein, denn das war vor langer Zeit, vor einiger Zeit noch nicht, also vor zwei Folgen war es auf alle Fälle, hatten wir die noch nicht. Die müssen wir hier irgendwie bekommen haben. Und die Scherbe, die wäre ja interessant bei diesem Erdelementar, ne? Da sollten wir doch irgendwelche Segen bekommen. Und deswegen gehe ich jetzt mal zur Burg Bortmeiron und fliegen mit dem Greifenreiter rüber und wir sehen uns dann gleich wieder. Ist so, ne, das, was ich mache. So, da ich schon mal bei der Burg Bortmeiron war und, ja, bin ich gleich mal raus und habe mir gedacht, das darf ich. Kauf erstmal ein bisschen. Na, sowas hier. Und ich werde dann auch noch bei Johara kaufen. Denke ich, ne? Und hier verkaufen wir mal den ganzen Ramsch. Ja, ja, wir wollen. Kann man das hier auch verkaufen oder wollte ich das nicht? Das können wir behalten. Falls irgendwas ist. Das. Jo. 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 Ne, wir lassen es mal. Aber das brauchen wir auf alle Fälle nicht. Gut. Na, das behalten wir. Achso, hier haben wir noch was. Gut. Oh. 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 So, dann hätten wir 20.000. Das ist doch mal ein Wort. Wir müssten aber noch irgendwie steigern auch. Und wir haben so viel zu tun. Also, bis gleich. Ich habe mir gedacht, wenn wir schon mal in Sorbical sind, da waren wir doch hier, hatten wir dann ja einen Auftrag? Wir hatten noch einen Auftrag, oder? Passt auf, Eileen. Wagt es bloß nicht, über mich zu richten, bevor ihr die ganze Geschichte kennt. Vor 21 Jahren habe ich Drillinge geboren, meine drei wunderbaren Engel. Und dann? Dann wurden sie mir weggenommen. Deserteure aus der Söldnerschaft der Schwarzen Garde sind in mein Haus eingedrungen und haben meinen Ehemann ermordet und meine geliebten Jungen entführt, um mein Lösegeld für sie zu erpressen. Ich habe ihnen gegeben, was ich hatte, und damit meinen Haushalt ruiniert. Aber diese Schweinehunde, sie haben mich betrogen. Sie haben meine Kinder behalten und sind verschwunden. Als alle Hoffnung verloren schien, hat der Erzengel Michael von meinem Schicksal gehört und Imperator Liam überredet, mir zu helfen. Der Imperator hat jedem eine gewaltige Belohnung versprochen, der meine Söhne findet und mir zurückbringen kann. Diese kleine, flüchtige Hoffnung hat mich am Leben erhalten. Es hat 7 Jahre gedauert, bis eine Gruppe von Abenteurern nicht unähnlich der euren die Schurken entdeckt und meine Söhne gerettet hat. Doch sie waren verdorben. Sie haben Elrad abgelehnt. Trotz meiner Bemühungen, sie zum Licht zurückzuführen, haben sie beschlossen, wegzulaufen und ihrer Mutter ein zweites Mal das Herz zu brechen. Das war vor 5 Jahren. Vor kurzem habe ich gehört, sie seien auf der Halbinsel und dass aus ihnen Banditen geworden seien. Halsabschneider, meine eigenen Söhne. Einer von ihnen hat sich sogar der drachenverfluchten Schwarzen Garde angeschlossen, um Elrads Willen. Und ich soll ihnen das verzeihen? Doch, nun ja, jetzt ist es vorbei, so oder so. Ihr habt die Wahl getroffen, die mir nicht offen stand. Dafür bin ich euch dankbar. Jetzt verlasst mich. Ich muss zu Elrad beten. Ja. Zumindest ein paar Erfahrungspunkte, ja, haben wir bekommen. Na, immerhin. Immerhin. So, ich mache mich weiter auf die Reise, ne? Ich habe hier aufgefüllt, ihr seht's. Als ich so vor mich hingestiefelt bin, so auf der
reise zum fahrenden Händler, denn dort werde ich nochmal auffüllen, meine Magieflaschen. Da habe ich gedacht, ach, schaue ich nochmal in die Höhle rein. Ne? Entweder ihr seht es jetzt oder nicht. Ich habe noch keine Ahnung. So, passt auf. Was mache ich jetzt hier? Ich könnte natürlich. Well, thank you for that. No? Das wäre schon mal eines. Gelähmt? Lähmt dir? Wissen wir nicht, ne? Ja, wir machen es mal aus purer Nützlichkeit. So, du hast auch mehreres. Das. Und was hast du noch? Ach da, das. Du kannst auf alle Fälle das. Und du wirst den Reigen hier mal eröffnen. Was sagt denn eigentlich der Feuerball? Der sagt Mist. Der sagt Blödsinn. Sagt überhaupt irgendwas hier? Nicht Blödsinn. Great! I need to hit something! Das schafft man denn nicht, das wird nix. Ich sag's, wie es ist. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Nicht anzunehmen. So, dann Feuerschild an. Rüstungsschild an. Natürliches Gift. Und einfach. Okay. Okay, so, passt auf. Versuchen wir das. Hat er uns gleich wieder, ja? Hat er uns weg? Ja. Gut. Verstehe ich perfekt. Den will er nicht. Du magst es gar nicht. Okay. Der trifft nie. Du brauchst wieder. Damit wäre der dahin. Unser Zauberer mag schon nicht mehr, ne? Feuerschild haben wir noch. Ja, das bringt uns ja gar nichts. Kommen wir ab. Du könntest eigentlich wieder mal ein bisschen Rüstung machen, ne? Aber mach mal lieber vorsichtshalber. Das nehmen wir und du. Na, du hier Rüstung. Steinhaut. Okay, was ist das? Gelähmt? Betäubt. 5 Runden lang. Ja, dann erhöht mal. Schauen wir mal, was wir können. Ja, ihr seht, jetzt klappt es schon ein bisschen besser. Also ihr seht es wahrscheinlich nicht. Weil ich das ja rausschneide, weil wir trotzdem wahrscheinlich das zeitliche Segnen. Dann mal nach oben. Das mal nach unten. Sehr schön abgewehrt. Sehr schön abgewehrt. So. Das ist fein gemacht. No, can't be. Vandariel ist zwar nicht mehr betäubt, aber da ist er wieder. Du machst bitte das. Dann hat kein einziger angegriffen. Ist ja perfekt gelaufen. Das wird jetzt schwierig. Just great. Now they're shooting at us. Du kannst nicht. Du müsstest aber. Tot? Nein, noch nicht. Na, du musst dich trotzdem erstmal heilen. Jetzt ist er tot. Okay. So, was machen wir jetzt? Okay, kann ich ab. Kein Problem. Ja, du musst schon mal. Vielleicht ist es ja ganz. Na gut, egal, es ist im Grunde da. Ne, wartet mal.
Du. Da haben wir doch auch einen Porn. Ist doch nicht so, dass man nichts. Ist doch nicht so, dass wir nichts haben. Nein, das wird blöd. Ja, vielleicht doch nochmal als Haubertrank nehmen. Ui, ei, ei. Warte, dann. Was ist denn jetzt mit dir? Ah, betäubt. Betäubt. Ja, da musst du noch was nehmen, mein Freund. Kommen wir ab. Nee, halt, dann nimm mal hier eins. Gut. Mist. Sehr schön. Du haust mal drauf. Dann nimm lieber nochmal. Und. Na, nur zur. Sehr schön. Abgewehrt. Ja, dann müssen. Wenn wir das je ja schaffen sollten. Huch, was ich noch nicht glaube. Falls wir das ja schaffen sollen, dann müssen wir in den Tempel rein, ne? Dann müssen die wieder aufwecken. Ah, das ist blöd gelaufen. Schafft ihr das alleine? Nicht anzunehmen, oder? Grimmring ist auch tot. Boah, nur noch meine. Nur noch meine. Wow. Warte mal. Warte mal, was haben wir denn eigentlich hier noch? Schützt vor Lähmung. Warum nicht noch? Nee, dass er noch gelähmt wird, ne? Man weiß ja nicht. Boah, die hält aber gegen den ganz schön aus. Finde ich. Die ist gut, oder? Die könnte man, was haben wir denn eigentlich noch? Wartet mal. Zermalm das Gewicht, warum nicht? Los, drauf. Klappt ja hervorragend. Er kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Nicht schlecht. Oh. Ah! Hör auf! Hör doch auf! Du sollst aufhören! Oh Gott. Zack. Das war ja jetzt nicht so. Was? So, jetzt können wir wieder. Achso, ne. Wir machen lieber mal nochmal. Hauen nochmal. Obwohl, das wird keinen Sinn. Schaden. Die hält schon was aus. Bitte nie! Oh. Komm, das schaffen wir! Ich weiß, ich hab's. Ich mach jetzt nicht. Ich gehe jetzt kein Risiko ein. Jetzt gehe ich kein Risiko mehr ein. Oh, bitte, wer jetzt denn noch? Mist! Warte, ich muss noch. Eieiei! Nein! Ah, es ist wieder da. Da, jetzt haben wir es. Sehr schön. Oh Mann! Triff! Oh. Triff! 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 Mist! Ah. Triff! Mach doch! Das ist nur noch ein Fitzelchen! Schaut euch doch mal das an. Das Wahnsinn. Nein! Achso. Jetzt haben wir es. Danke. So sieht's aus hier. So, jetzt will ich aber sehen, was es hier gibt. So bezauberndes. Be careful. Achso. We don't know what dwells down there. Könnte es sein, dass dann. Was ein kleiner Lebensdrang. This looks powerful. Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht recht.
Na wohl, hier, das hier ist nicht schlecht. Steigert den Widerstand aller... Ja, wohl, aber trotzdem, ne? Also, ich sag mal so, für die Kraft, also für das, was wir hier jetzt erlitten haben... Warte mal kurz. Da hinten ist noch... Nicht das noch... Also wir irgendwas vergessen hier. Also für das, was wir erlitten haben, ne, sag ich mal ganz ehrlich, ist es nicht die Welt, ne? So, wir gehen dann am besten mal wieder rein nach Sorbegal und wecken die Truppe auf, ne? Und dann sehen wir uns wieder. Also ich sag mal so, wisst ihr was, ich hätte es euch zeigen sollen. Das hat uns für jeden 200 Goldstücke gekostet. Also 600 Goldstücke. Außerdem noch hat uns das gekostet, oder wird uns das noch kosten, hier Mana-Tränke, ne? Also, ob es das wert war, ne? Wollen wir wenigstens schauen, was wir so bekommen haben. Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Ja, super. Zwei Widerstand gegen alle Magieschulden plus eins Geist. Ja, plus ein Geist. Ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Nehme ich trotzdem. Ich nehme es trotzdem. Plus eins Geist ist nicht schlecht. Ja, also, ne? Also, ihr seht. Ist ja wohl der Hub. So, steigert den Widerstand gegen alle Magieschulen. Wem könnten wir das geben? Wir geben es trotzdem mal dem. Ne? Und der. So, dann haben wir noch das. Ja, das war's, ne? Also, mehr haben wir nicht und haben so viel ausgegeben dafür. Ich finde, also, da haben sie nicht nachgedacht, finde ich. Ach nee, schade. Schade. Wow, wie viel? 15.000. Boah, Mist. Naja. Das war es wirklich nicht wert, finde ich. Na gut, wir sehen uns dann wieder. Also ich ärgere mich. Moment, was ist hier los? Ich ärgere mich immer noch drüber, dass... Ich ärgere mich immer noch drüber, dass... ich in dieser Zyklopenhöhle war. Das ist ja... So, ich werde mal meinen Proviant ein bisschen aufstocken, weil das hat uns so viel gekostet. Na gut, wir sind 13 gestorben, aber was soll's? Was soll ich sagen? Was? Sternsilber? Ein Brocken Sternsilber? Müssen wir das irgendwo hin? Sag mal... Was hatten wir denn jetzt hier noch? Gibt es hier irgendwo noch einen Meister? Meister im Streitkolben brauchen wir nicht. Experte, klar. Meister der Armbrust? Nee. Meister mit dem Speer, klar. Meister Feuermagie brauchen wir auch nicht. Ja, wir müssen noch nach Sutka drauf, ne? Meister, Experte. Astronom begleiten. Das weiß ich auch nicht, wohin. Experte. Meister der Lichtmagie. Wie sieht es denn bei deiner Lichtmagie aus, meine Freundin? Na, du bist noch weit entfernt vom Meister der Lichtmagie, ne? So, dann holen wir uns noch ein paar Zaubertränke. Ja, jetzt kommt es drauf an, wie viel, ne? Jetzt kommt es natürlich drauf an, wie viel. Müssen wir mal schauen. Wie viel hat er denn überhaupt? 10. Na, dann nehmen wir 10. Zack. Gut. Boah. Das kostet.
elendig. Mist. Wie kommen wir denn eigentlich nach Stuttgart? Wie kommen wir denn hier rauf? Das entzieht sich noch meiner Weisheit. Schattendroche. Kommt am L-Rad. Ach ja, da gibt's doch den Schatten. Nee, da gehe ich nicht rein. Das ist bestimmt genauso wie beim Zyklopen. Ja, wir müssten natürlich noch in diese verfluchten Ruinen, ne? Da ist noch ein Auftrag. Aber da fühle ich mich auch noch nicht stark genug. Blöd. Blöd. So, wir gehen jetzt trotzdem. Ich gehe jetzt erstmal zur Schmiede der Elemente, ne? Okay, bis gleich. So, mal schauen. Mal schauen, was unser Freund dazu sagt. Oder müssen wir wieder gegen kämpfen, oder? Wo müssen wir denn abtun? Aber, mussten wir nicht hier... Mussten wir nicht hier... Ne, wartet mal, wir müssen... Ne, halt mal. Halt! Wartet, ich hab gedacht, wir müssen hier hin. Ne, wir müssen... Ich hab keine Ahnung. Oder müssen wir... Waren das so Türen? Wartet mal kurz. Jetzt blicke ich nicht ganz durch. Das ist wahrscheinlich die Scherbe. Ach, das ist ja eine Scherbe, ne? Ja. Wir brauchen aber eine blaue Scherbe. So wie es aussieht. Ja, aber hier ist keine blaue Scherbe. Du warst... I wonder what happened to the ancient shanty. We make camp. Who's with me? Was? Ne, jetzt wird nicht gecampt. Wir... Schlüssel. Wie Schlüssel? Oder müssen wir da rauf? Ai. Oder... Hier ist wieder... Hier, ne? Das sieht gut aus. Sieht sehr wässrig aus. Das sind auch Feinde, glaub ich. Ich speichere lieber mal, ne? Great! I needed to hit something! So, dann warten wir mal ab. Ja, wir könnten schon... Ja, was sind das? Was machen die? Wissen wir nicht. Das wissen wir natürlich nicht. Gegen was wir uns hier wappnen müssen. Na, okay, wir müssen gleich dran. Ah, gegen Wasser, ganz klar. Sieht gut aus. Bist du der Wasserfutzi? Luft. Ist überhaupt... Gibt's überhaupt einen Wasserfutzi hier? Bist du der Wasserfutzi? Wasserabwendung. Well, ja, stimmt ja, du bist ja... Ja, aber das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Machen wir es mal so. Ja, mach mal lieber. Seid ihr immun? Sieht gut aus. Sieht gut aus. So, dann... Na, mach erst mal. Ich weiß jetzt nicht mehr genau auf. Feuer und Wasser? Bringt das was? Abgewehrt. Schön gemacht. Take cover! Kommen wir ab. Gerade so. Ja, wenn ich dir jetzt mit Wasser eine drauf, ist ja Quatsch, ne? Der ist sowas von nutzlos. Aber warte, du kannst das machen. Aber mit Feuer, das müsste doch richtig reinhauen, oder? Wie bitte? Indischer Wasser? Wir haben verstanden. Und widerstanden vor allen Dingen. Widerstanden. Puh. Ja, wartet mal, dann vielleicht seid ihr da immun? Nö, da kannst du ein bisschen mitmischen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das war nicht so gut. Sehr schön.
Oh, das macht ja richtig Spaß hier, oder? Mach ich gleich nochmal. Na, dann lieber hier drauf. So, dann könntest du, na, wieder einmal was machen und du, ja, machst weiter hier. Das macht Spaß. Ja, das ist blöd. Das macht richtig gehend Spaß. Ja, das muss ich ehrlich zugeben. Ah, oh, nicht immer zu. Du schaffst doch auch. Now they're shooting at us. Tra, oh, das ist echt. Der schafft oh nix. And stay down. Und tschüss, meine Freunde. Und tschüss. So. Dann, wo waren wir? Hier, Schlüssel, ne? Haben wir da hingeschrieben wahrscheinlich? Jups. Wir hätten lieber Wasserschlüssel hinschreiben sollen oder was auch immer. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Die Steinkreise, die... Oh. Hebel ziehen, Hebel ziehen, Hebel ziehen. Ja, dann... Hebel ziehen. Passiert? Sehe nichts. Hebel ziehen? Muss doch bestimmt das Ding hier aufgehen oder irgend sowas, oder? Ich hasse das, wenn... Na, wisst ihr, ich hasse das wirklich. Halt, jetzt ist was passiert. Ist es gut? Ist man nett. Wir schauen uns erstmal noch um. Denn wir wissen noch nicht, ob das gut ist. Ach so, warte mal, du. Naja. Well, thank you for that. Im Grunde ist es ja für die Katze wahrscheinlich hier, aber man weiß ja manchmal nie. Unu? Unu? Habe ich keine Idee mehr. Keine Idee. Wir müssen wahrscheinlich... Ich habe nicht den richtigen Schlüssel. Warum? Ich habe doch die Scherbe des Wassers. Ich muss hier noch irgendwas mit den Hebeln machen, oder? Ansonsten geht doch gar nichts. Da geht nicht viel. Ich muss hier noch irgendwas machen, glaube ich. Aha! Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus, oder? Das ist doch nicht schlecht. Habe ich jetzt den richtigen Schlüssel? Natürlich nicht. Ja, und wie lange? Oh, es ist blöd, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Jetzt? Und jetzt wieder? Jetzt ist wieder ganz weg. Jetzt geht's wieder hier rein. Oh Mann, ich hasse sowas. Ich hasse es. Wenn nicht der geringste Hinweis. Das hatten wir schon mal. Ne, also. Müssen wir vielleicht mal aufschreiben. Also der Hebel in der Mitte nach oben. Mitte oben. Passiert was. Was auch immer. So, dann. Alle nach oben. Interessiert nicht. Das ist irgendwie gelb, oder?
So, und den mitten mal runter. In der Mitte runter. Da geht er nach hinten, ne? Hm. Und wenn wir den nach unten machen und den nach oben, dann geht's so nach hinten. Und den nach oben. Whatever. Den nach unten. Interessiert nicht. Den nach unten. Das hier auch, ne? Hier nach unten. Und das hier das recht, ne? Keine Ahnung, was ich hier mache. Vor allen Dingen, das ist wichtig, ne? Das ist sogar essentiell hier, das Ding. Ja, aber das sieht doch hier am vielversprechendsten aus, oder? Das sieht hier, finde ich, am vielversprechendsten aus, aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was wir da treiben sollen noch. Hat es doch was hiermit zu tun? Das ist das Feuer da, ne? Hm. Ich hasse es. Deshalb, ich probiere mal noch ein bisschen rum, aber schneid erstmal raus. Moment! Da ist was passiert. Ich habe keine Ahnung warum, aber da ist was passiert. Okay, speichern wir lieber mal. Und... aha. Halt, Moment. Ruhe. Ich bin Aqualandar, der ewig wandelbare Herr des Wassers. Jalassa hat mich geschickt. Ach, Jalassa. Die brauchen wir doch, ne? Um hier die unzugänglichen Stellen, das wäre nicht schlecht. Um festzustellen, ob ihr ihrer Aufmerksamkeit würdig seid, werdet ihr aufsteigen wie die Flut oder untergehen und versinken. Na, wir werden sehen. Nee, dann, bevor wir rangehen, würde ich mal sagen, Wasser abwenden, oder? Und du, was sagst du denn gegen Feuer? Jo. Das willst du gar nicht. Was sagten die eigentlich gegen einen Blitz? Wasser und Blitz? Nein. No! It can't be! Krieg mal hin, oder? Das krieg mal trotzdem hin. Hoffe ich. So, dann mach du nochmal gegen sämtliches Arcanes. Du... mach mir ja die nicht schuld. So, mach nochmal lieber. Ah, macht kaum. Mach aber trotzdem nochmal lieber, ne? Kannst du eigentlich? Ja, zumindest. Zumindest das. Okay. Kommen wir ab. Was ist das? Halt, Schadensminderung. Nee, mein Freund. Nicht so. Nicht so. Na, ich hätte lieber wieder... ja, ich sehe es. Was ist denn eigentlich mit Gift? Dämon. Hätte ich mir denken können. Wartet mal, jetzt... ah, jetzt kann die nicht. Sollten wir trotzdem mal sowas geben hier. Du bist wieder am Start. 151, ne, dann nehmen wir das. Wie wär's denn damit? Oh, immer. Hätte ich wissen sollen. Oh, geht aber. So, du kannst eigentlich hier weitermachen. Super. Was ist denn, wenn du jetzt das machst? Hat das irgendeine eine Auswirkung? Ja, die macht aber trotzdem kaum Schaden. Was kannst denn du da noch?
eigentlich gar nichts mehr, ne? Dann mach zumindest mal heldenhaftes. Fünf Runden noch. Na, der macht ja. Nee, dann probier trotzdem nochmal ein Spiel. Ach so, halt! Jetzt weiß ich warum. Ah, ich Dummkopf. Ich muss immer darauf schauen. Säubern. Okay, können wir ab. Säubern. Oh, der war gut. Der war mehr als gut. Den haben wir gut abgehalten. Ist wieder bei Rüstung? Nee. Weil wenn keine Rüstung hier ist... Nee, heb mal deine Magie auf. Nee, das war Quatsch. Wir müssen mit dem anderen zuhauen, ne? Ah! Blöd. Jetzt haben wir aber wieder. Moment. Säubern. Und... No! Mist. Die will nicht tot werden, oder der. Aber wir können eigentlich dem Ganzen gut widerstehen, finde ich. Was denn, wenn du deinen Schattenumhang noch ranhaust? Wie sieht's denn dann aus? Achso, wir könnten jetzt nochmal Regeneration. Oh, brauchen wir gar nicht. Again, the raiders had proven their worth, and Aqualandar, the Lord of Water, had to call for a truce. Kralkor hat nicht gelogen. Ihr Potenzial betrachtet euch als Shalassas Segen würdig. Ihr werdet feststellen, dass ihr jetzt im Wasser ebenso agil seid wie im Land. Kein Fluss wird euch jemals wieder aufhalten, und ihr werdet auch in der Lage sein, euch im flachen Wasser zu bewegen. Tja, und? Weiter? Was? Drachengöttin? Ja, Drachengöttin. Das wollten wir sagen. Ich weiß zwar nicht warum, aber wir haben's gesagt. Ich verstehe die Frage nicht. Wir sind die Elemente. Die Drachen sind ein Teil von uns und wir ein Teil von ihnen. Es gibt keine Gefolgschaftspflicht zwischen uns, wie es auch keine Gefolgschaftspflicht zwischen dem Fluss und seinem Wasser gibt. Juhu! Tabadoo! Tabadoo! So, wir... ja, Wahrnehmung und Macht. Ich glaube, Wahrnehmung ist gar nicht so schlecht mit dem Angriff, ne? So, du willst nicht. Schade eigentlich. Du auch nicht? Ach, gar keine mehr. Du bist die Einzige, die hier aufsteigt. Ja, wir haben gesagt hier, das auf alle Fälle und dann die schwere Rüstung weiter, ne? Okay. Dann speichern wir mal schnell. So, und kommen wir jetzt da hinten durch? Wo kommen wir da hin? Na, jetzt bin ich ja wirklich gespannt. Da kommen wir nicht weiter. Okay, aber da ist immerhin noch eine Truhe. Oh, da ist allerhand drin. Nicht schlecht. Das hat sich mal gelohnt, ne? Blau? Ja, blau wissen wir ja eigentlich. Machen wir trotzdem mal hier. Yes! Widerstand gegen Wassermagie, okay. Ja, hier kommen wir erstmal noch nicht weiter, ne? Das ist richtig. Gut. Dann würde ich sagen, ich mache erstmal Schluss für heute. Ja, noch nicht ganz. Ich mache aber erstmal Schluss. Ich zeige euch natürlich noch, was drin war. Ich habe keine Ahnung, wie viele Minuten wir jetzt hier gebraucht haben. Halt, doch, wir müssen erst bestimmen.
Zack. Und... Und dann, ja, müssen wir diesen Schalasser... Wir werden dann weiter erkunden das nächste Mal, ne? Würde ich so sagen. So, aber wir wollen ja noch schauen, was wir so haben. Hier haben wir was. Steigert das maximale Mana nach dem Verzehr dauerhaft um 5. Ich geb's trotzdem mal unserem Runenmarke. Der braucht sowas auch. Leider. So, was haben wir hier? Plus 10 gegen Wassermagie. Ja, das ist alles sehr schön und gut, aber... Plus 10 gegen Wassermagie. Nee, das kommt weg. Nicht gern, aber... Was Großmeisterschrift bewirkt eine Benutzung einmal den Zauber zum Namen? Nicht schlecht. 100% Schutz gegen... Hat noch jemand... Die haben alle Ketten an, oder? Ja, ja, das ist ja alles auch schön und gut, aber... Hast du Schutz gegen... vor magischer Schwäche? Ich habe keine Ahnung. Plus ein schönes Fertigkeitsschild. Jo. Ist ja super. Dann lieber Schutz vor Lähmung, oder? Ja, obwohl eigentlich bräuchten eher sie bräuchte Schutz vor Lähmung, aber zusätzlich 100% Schutz vor magischer Schwäche. Passt auf. Was hast du? Luftmagie. Mach mal das hier ran. Ja, ich weiß. Eigentlich, na, ist klar. So. 17. Jo, nee. Du? Jo. Ja, aber minus 18 Angriffswert. Aber plus Widerstand gegen alle Magieschulen. Und plus 20 Mana Maximum. Doch, wir nehmen's. Wir nehmen's, auch wenn wir... Wir nehmen's. Tut mir leid. Muss ich... Da müssen wir durch, ne? Ja, aber das war Schutz vor Gift. Plus... 6 Angriffswert. Wieso, was plus 6 Angriffswert? Ah, das ist... Ich weiß es nicht. Wir lassen den mal hier. Aber wir sind... eigentlich sind wir ja ein Brunnenpriester eher, ne? Hey, alles nicht so einfach. Alles nicht so einfach. So, ciao, ciao für heute. Ciao, ciao.